Wir haben hier einen Krieg um 65 Jahre. Ist zu Hause bei deinem Sohn von der Leiter gefallen. Was denn? Du kannst ja den nehmen, ist auch ein Grüner hier, ne? Tut dabei irgendwas weh? Nee. Ja, super. Wir halten den Kopf einfach ganz still und den Rest vom Körper auf, ja? Auf Gehörgang, wa? Genau. So? Okay, dann geht's los. Mein Name ist Lilly Schulze, ich bin 20 Jahre alt und im zweiten Ausbildungsjahr zur medizinischen Technologin für Radiologie. Was mich an dieser Ausbildung reizt, ist ganz einfach. Ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen und ich mag es vor allem, Menschen zu helfen. Es ist ein Beruf mit Zukunft, einer, den man einfach braucht. Herr Bräunig, Sie dürfen Platz nehmen. Hinzu kommt, dass wir modernste Techniken zur Verfügung haben, um Krankheiten zu erkennen und halt auch zu behandeln. Und außerdem macht es mich total stolz, Teil eines wichtigen Kosmos zu sein. Hier sieht man es schön. Ja, okay, gut. Okay, ja, schön. Gut, fertig? Ja, willst du lassen, oder? Es ist natürlich auch nicht immer leicht, so viel Leid zu sehen, Menschen vor sich zu haben, die oft sterbenskrank sind. Aber ich denke, umso mehr brauchen sie unsere Hilfe und Zuwendung. So, machen Ihnen noch eine Sättigung ran, ja? Ja. So. Ja, sehr schön. So, guten Tag. Hallo, Herr Vogel. Hallo, Lilly. Und Lilly, wie sieht's aus? Ja, naja, ich war hier noch nie, aber ich bin sehr gespannt, was wir jetzt machen. Okay. Ja, vielleicht kannst du gleich mal den Verband entfernen. Ja. Es ist eine sehr praxisbezogene Ausbildung und obwohl es hier im Klinikum tausende von Mitarbeitern gibt, fühlt es sich trotzdem sehr familiär an. Okay, gut. Im Prinzip könnte sie ja jetzt auch nur beschriften, wo ist hier das schönste Bild raus? Genau, dann kannst du da oben Beschriftung gehen. Genau. Und es wird auf jeden Fall auch nie langweilig. Es hat halt immer eine Bedeutung bei allem, was man hier im Klinikum tut. Das gibt mir ein schönes Gefühl der Zugehörigkeit, selbst als Auszubildende. Es macht mich stolz, wenn man weiß, dass man was richtig Gutes tut. Menschen in Not hilft und am Ende des Tages habe auch ich einen Teil dazu beigetragen, dass ein Mensch wieder gesund wird. Ich bin eine Bergmann. Und was ist mit dir?